stehen da, weil wir auf die Mindestsicherung aufmerksam machen wollen. Noch schaust du etwas länger in ihr. In dem Sackerl sind Lebensmittel um 1,49 Euro drinnen. 1,49 Euro ist das, was 10% der Bevölkerung pro Mahlzeit, bei 3 Mahlzeiten am Tag zum Leben haben. Mehr haben sie nicht. Also 4,47 Euro ist das, was 10% fürs Essen ausgeben pro Tag. Und das ist wirklich, wie man auch sieht, nicht unbedingt viel. Wir haben es jetzt mit Frühstück gemacht, aber Mittagessen oder Abendessen sollte schon etwas reichlicher sein als nur in dem Fall eine Brioche und eine Apfel. Für 750 Euro geht es hier am Mahlzeit um einen kleinen Viertel. Das ist das, was wir mitbekommen. Von dem, was diese Mindestsicherung haben, jetzt schon, die verbrauchen das meiste für Marlboro und Trinken. Wenn die für Marlboro und Trinken was verbrauchen, dann können sie aber nicht mehr wohnen und können sie auch kein. Die haben schon etwas belohnt beim Freund, die beim Verwandten, wie bei den Eltern oder bei Verwandten, die lang leben gehen. Das ist eine Katastrophe. In Österreich braucht man mindestens 950 Euro im Monat, um damit halbwegs durchzukommen. Die Bundesregierung plant eine Mindestsicherung von 744 Euro. Das ist zu wenig. Wir verteilen deshalb heute Sackerl, wo es eine Mahlzeit um 1,49 Euro gibt. 1,49 Euro, das ist das, was künftig einem Mindestsicherungsbezieher übrig bleibt für ein Mittagessen oder ein Abendessen. Das ist zu wenig. Wir wollen eine ordentliche Grundsicherung.